was passiert denn in dieser Folge? Jetzt komme ich nicht zu Hause rein, vielleicht kann ich ja. Wir gehen so bei dir pennen, ne? Bist du so freundlich? Darf er deine Füße fotografieren? Safe. Ah, das ist ein Junge! Was geht? Und damit, Leute, willkommen zu einem erneuten Ome TV-Video! Jo! Oh. Es wird heute wieder absolut geil, cringe, ich werde geskippt und beleidigt und es wird wieder cool. Ja, ob das cool ist, weiß ich nicht, naja. Ja, ansonsten Leute, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne unbedingt mal eine positive Bewertung auf das Video da. Vergesst auch nicht, unter diesen Noten der Abonnieren-Button zu drücken. Und ja, ansonsten ist hier nichts mehr drin. Wir starten mit dem Video. Let's go, ja. Da ist ein Mädchen! Oh, bist du ein Mädchen? Ja, ich nehme mal sehr stark an, du bist ein Mädchen. Ja. Ja? Hast du ein Talent? Kannst du singen? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Ja, genau, genau so. Du musst es noch ein bisschen üben, weißt du? Das Ding, das kommt noch so, weißt du? Das musst du noch ein bisschen üben und dann passt das so, weißt du? Okay, ja. Aber wie hast du? Ich bin 23. Echt? Mhm. Durchaus, Tatsache. Drei. Ja, völlig richtig, 23. Nice Füße da. Ey, darf ich die fotografieren, bitte? Ich habe keinen Fußfetisch, aber darf ich die bitte fotografieren, die Füße? Die Füße willst du fotografieren? Darf er deine Füße fotografieren? Hallo? Darf er deine Füße fotografieren? Ah, das ist ein Junge. Kannst du kurz einen Kopfstand da hinten auf deinem Stuhl machen oder so? Einen Kopfstand? So. Was? Einen Kopfstand? Einen Kopfstand, genau. Auf deinem Stuhl. Ja, so. Bro, aber du... Bro, das war gut! Ah, krass! F in den Chat für den Gefallenen. F in den Bruder. Chat für den Gefallenen. Warte, das müssen wir nochmal ganz kurz episch machen, so mit Einblendung. Sag's noch einmal. F für den Gefallenen, Bruder. Und jetzt, Achtung, mach so. Hi. Seid ihr Zwillinge? Ja. Wie alt bist du? Ihr versteht mich gerade. Seid ihr Magier oder was? Na, wie alt bist du? Ich bin 23. Und warum sagt ihr alle zur gleichen Zeit? Das ist weird. Hört auf damit. Das versteht mich. Hä, was denn? Ja, ihr so. Was geht? Ihr so. Hi. Ihr so. Wie geht's? Ihr so. Wie alt bist du? Das ist der. Seid ihr Hexen oder was? Hört mal auf. Das macht mir Angst, Digga. Das ist gruselig. Wie alt bist du? 23, hab ich doch gesagt. Du musst mich davon überzeugen, dass du im Singen wirklich gut bist. Dafür musst du mich erst überzeugen. Ich spiele meistens mit meiner Ukulele. Ukulele? Ja, meine Ukulele. Jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du zeigen. Oha, großes Talent. Ja, alles gut. Großes Talent ist da. Komm, ist alle ready. Warte hier. Shiri ist da. Klass Wasserträge für die Stimme. Wir sind da. So. Okay, wir sind da. Wir sind da. Bereit. Wir sind ready. Okay, warte. Mein Headset rutscht. Scheiße. Okay. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. At night when the stars light up my room, I sit by myself. Talking to the moon. Ja, Zugabe! Ey, das war gut. Das war gut. Wir nehmen dich auf. Das war gut. Also ich muss sagen, ich will klar behaupten, ich bin im Singen trotzdem nicht mehr besser als du. Also wenn ich hier alle meine Entchen hinlege, Digga, da fängt ja jeder an zu klatschen. Also. Aber komm. Oha! Ihr habt ihr Trip, Digga. Also, ich weiß nicht, ob das der neue Trend ist, aber wenn ihr nur halb so in der Cam sitzt, dann kann ich euch auch ziemlich gut sehen, ne? Und es ist auch ein besonderes, schönes Gespräch mit euch dann. Wenn man nur euer halbes Gesicht sieht, Digga, was ist das? Nenn mir diesen Grund. Was soll das? Soll ich jetzt auch um zu kämpfen? Soll ich jetzt auch so reden? Ey, was geht? Mein Name ist Potato. Mein Name ist Potato, was geht? Alles gut bei euch so? Ja? Und selbst so? Ja, alles fit so, ne? Gutes Gespräch so, oder? Gutes Gespräch, ne?
Okay, cool. Ich habe ein paar easy Fragen an dich. Die musst du eigentlich nur easy beantworten, okay? Wie viel Einwohner hat Deutschland? 9? 9 Millionen. Nein, ich glaube 6. 6? 6 Millionen Einwohner hat Deutschland, sagst du, ne? Ja, komm gut hin. Gut, echt. Hast du gut gemacht. Spitze. Weiter so. Lern weiter so gut in der Schule. Spitze, ich bin stolz auf dich, okay? Du schaffst das Abitur oder Abschluss, whatever. Kriegst du hin. Glaube an dich, ja. Oh mein Gott. Nein. Du bist ein Mensch. Ey, guck mal, so, weißt du was? Musst du was sagen? Guck mal, pass mal auf. So. Ich war gestern unterwegs, so, weißt du? So ein bisschen draußen, dies, das, so. Und ich weiß nicht, wie es gekommen ist, so. Aber ich habe irgendwie, also wirklich, ich weiß nicht wie, aber irgendwie so, ich habe so meine Haustürschlüssel vergessen, so. Weißt du? Vielleicht kann ich ja so bei dir schlafen. Nee. Warum nicht? Guck mal, ich hab sogar eine coole Brille, so, schau mal. Komm, kannst du singen? Sing mal vor. Warte. Dann geht's los hier bei der Scheiße, warte mal. Wann kommt hier der Refrain? Der Refrain. Ja. Beep, Copyright Music. Nein! We are young! Beep. Ich kann den Text nicht mehr, oh ja! Den Text nicht, aber ich sag ehrlich, ich bin gut, oder sei ehrlich. Der Rhythm ist auch gut. Ich kann den Text nicht, komm, sei gut, ich verbesserst du, komm. Gib's zu. Ja, okay, ich muss zugeben, okay, ich hab's akzeptiert in meinem Leben. Deine, was hängt da hinten eigentlich? Was ist das? Das ist ein Pikachu-Hut. Jetzt bitte mal auf, das muss funny aussehen. Soll ich aufstehen? Ich hasse aufstehen. Du musst aufstehen, oh mein Gott. Man muss aufstehen, no. Man muss einfach aufstehen. Ja gut, wir sehen uns, ne? Hau uns rein, tschüss. Tschüssi. We are young. Okay, ich hab's genau, Spaß. Ich war gerade so verwirrt, Alter. Das muss nur sein, okay, alles klar. Okay, ich hab eine easy Frage an euch. Kurze Frage, wie viel Einwohner hat Deutschland? 82.000. 82.000, Bruder, Maschine. Digga, er hat wenigstens aufgepasst im Gegensatz zu dir, Digga. Also, Bruder. Ja, 82.000 natürlich. Ey, Bruder, du bist eine Maschine, Digga. Du bist eine einzig wahre Maschine. Bruder, ich wünsche dir viel Glück. Du schaffst den Abschluss. Du schaffst Abi, whatever. Glaub an dich. Dann weiter so. Hab ich vergessen. Oh, hey, was geht? Bist du ein Mädchen? Nee, ich bin ein Junge. Bist ein Junge? No, Front. Ich bin schon mal froh, dass du mich nicht skippst. Weißt du, du könntest mich auch wie jedes andere Mädchen einfach skippen, so. Bin ich gewohnt, so, weißt du? Pass auf, ist jetzt eine wirklich ernst gemeine Frage? Du musst sie mir ehrlich beantworten. Okay, pass auf. Erstmal, 1 bis 10, wie schön findest du dieses Schaf? 10, okay. Von 1 bis 10, wie gut sehe ich aus? Ehrlich, du kannst ehrlich sein. Warte. 7,5. Aha, du würdest es scharf also schöner finden als mich. Ich finde deine Wand auch viel schöner als du, weißt du? Also, Digga, die Wand, die ist auch eine 10 von 10. Die sieht echt schön aus, aber du dagegen, na, tut mir leid. Weißt du was? Ich würde lieber die Wand nach einem Date fragen als dich, weil die Wand, die ist schöner als du. Definitiv. Dankeschön. Kein Problem. Eine Frage. Ist der manchmal dumm oder so? Nee, jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Ach, wenn du Salto vom Tisch machst, Bruder, dann bist du ein Dump. Bruder, dann. Ich schwöre, im Video alle unten so fragen nach Insta, Digga. Ich sag dir ehrlich, wenn du Salto machst, Bruder, alle fragen nach Insta. Ich bin dir ehrlich, Bruder. Alle. Ah, zieh durch! Und. Oh, Junge! Heftig! Oh mein Gott, Bruder. Digga, das war ein heftiges Salto, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Maybe next time, du Freund. Wie, du hast einen Freund? Nee, du hast keinen Freund. Verarschst mich. Sicher, dass du mich nicht verarschen? Ganz sicher, dass du mich nicht verarschen. Du hast keinen Freund. Du, warte mal. Du hast einen Freund. Ja. Der ist wie alt? 15. Und du bist wie alt? 12. Gesundheit. Ja. Sag mal, meine andere Sache. Ich habe gestern, ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Wirklich nicht. Ich war so ein bisschen unterwegs, so dies, das, tralala. Und ich habe da tatsächlich, komischerweise, einfach meinen Haustürschlüssel vergessen, ne? Und jetzt komme ich nicht zu Hause rein. Vielleicht kann ich ja vorübergehend so bei dir pennen, ne? Bist du so freundlich? Ist es okay so? Also meinst du, ich könnte vorübergehend bei dir pennen, so? Meinst du, es geht so? Hm? Logisch. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Hm? Ein Ja? Ja, klar.
Da bin ich drin. Da sehe ich mich doch. Das war wirklich ernst gemeint. So richtig ernst. So richtig so. Ja, Mann, das war ernst gemeint. Wirklich? Sicher, ganz sicher, dass es ernst gemeint war. So richtig ernst. Gut. Ganz ernst, ja. Dann sehe ich mich. Ich komme vorbei. Wie lang darf ich übernachten so? So lange wie du willst. So lange wie ich will sogar. Das hört sich doch schon mal prima an. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Gut, ich habe gehört, ich bekomme noch dein Insta. So, nur so. Logisch. Ist selbsterklärend. Warte, so. Ist für einen Kollegen. Frag für einen Kollegen natürlich. Ich brauch's gar nicht. Für einen Kollegen.